Heute begrüße ich einen richtig coolen Gast bei mir in Spandau, wenn auch nur digital. Er ist Diplomkaufmann und promovierter Volkswirt und sitzt seit 2009 im Deutschen Bundestag. Er ist Fraktionsvize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und seit 2013 der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, der auch ich als Unternehmer angehöre. Bitte begrüßt mit mir ganz herzlich heute Carsten Linnemann. Ja, lieber Carsten, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über das ein oder andere Thema zu sprechen. Deshalb erstmal ein herzliches Willkommen bei Joe Cialo. Danke, Joe, für die Einladung. Mache ich wirklich super gern. Und normalerweise ist es so, dass Politiker das immer sagen. Aber diesmal meine ich es auch wirklich ehrlich, weil wir uns seit einiger Zeit kennen und ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, Carsten. Und dann steige ich jetzt einfach mal ein in meine erste Frage. Du hast ja nach deinem ersten Studium mit dem legendären Chefökonomen Norbert Walter zusammengearbeitet. Erzähl mal, wie war das da für dich? Es war eine ganz tolle Zeit. Der hat mir sehr viel mitgegeben fürs Leben. Der hatte eine Überzeugung und stand dazu. Also ein Chefökonom hat irgendwie jede Bank und jede Bank hat auch einen Vorstandsvorsitzenden. Damals war das Herr Ackermann bei der Deutschen Bank. Und die kriegten sich total oft in die Haare. Und ich war dann irgendwie angespannter als er. Ich habe das ja am Rande dann immer so mitbekommen, weil er halt sehr politisch war, sehr viele Zitate gegeben hat, sehr viele Vorträge gehalten hat. Und der Ackermann fand das nicht alles toll. Aber er ist einfach gestanden. Und ich glaube, dass er mir einfach mitgegeben hat, dass wenn man eine Meinung hat, muss man stehen. Wenn man keine Meinung hat, weil man vielleicht nicht tief genug im Thema ist, dann muss man einfach mal die Klappe halten. Auch das habe ich von ihm gelernt. Und deswegen... Ja, ist schon einer der Vorbilder, glaube ich, die ich in meinem Leben hatte. Er ist leider viel zu früh gestorben. Ich möchte noch ein bisschen weiter in deiner Vergangenheit bleiben. Deine Eltern, das hattest du mir auch damals erzählt, als wir uns das allererste Mal getroffen haben zum Frühstück, dass deine Eltern Buchhändler waren. Würdest du in diesen Zeiten 2021 jemandem empfehlen, in diesen Beruf einzusteigen? Stichwort Amazon, also alle diese digitalen Plattformen, die es da draußen gibt, oder eher weniger? Eine klassische Buchhandlung gibt es ja gar nicht mehr. Also wenn eine klassische Buchhandlung jetzt aufmacht, hat verloren. Genauso als wenn ich ein Klamottengeschäft aufmache mit Mode aus den 50ern. Das wird nicht funktionieren, sondern du musst natürlich innovativ sein. Ja, mein Vater, der hat das einfach so gemacht, dass er gesagt hat, was sind die Vorzüge einer Buchhandlung? Und als Amazon kam, hat Amazon bis 20 Euro kostenlos die Bücher verschickt. Und das dauerte dann 24 Stunden, bis sie da waren, ungefähr. Was hat mein Vater gemacht? Hat irgendwie 5, 6 Studenten eingestellt mit Fahrrädern. Und die haben dann in Paderborn innerhalb von 2 Stunden die Bücher weggebracht und verteilt. So hat er halt reagiert, weil es gibt immer diese 80-20-Regel im Leben. So ist es auch im Buchhandelsbereich, dass 80% der Produkte halt am Lager sind, die nachgefragt werden. Und so hat er halt reagiert. Funktioniert natürlich nicht immer, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass derjenige, der ein Produkt hat und gleichzeitig auch disruptiv ist, also der sein Produkt gepaart mit dem Geschäftsmodell eigentlich jeden Tag in Frage stellt, weil alles mehr und mehr datenbasiert ist, dass der halt auch eine Zukunft hat. Insofern geht eine Buchhandlung ja, aber sie muss wahrscheinlich anders konzipiert sein als früher. Du hast gerade eben gesagt, dass ein klassischer Buchhandel heutzutage kaum mehr eine Chance hätte. Das erinnert mich so ein bisschen aus der Kreativwirtschaft kommen an den klassischen Plattenladen. Es gibt wohl noch für Vinyle so Liebhaberecken, aber der klassische stationäre Handel geht ja immer mehr und mehr zurück. Und da haben wir ja auch eine Situation mit dem digitalen Wandel, mit dem Streaming, dass sich das Ganze verlagert hat. Und daran schließt ja auch so ein bisschen meine nächste Frage. Wir haben ja diese Urheberrechtsnovelle, die in Brüssel entschieden wurde und wo die nationalen Parlamente gebeten wurden, diese Urheberrechtsnovelle umzusetzen. Konkret sah das jetzt so aus, dass man den Künstlern die Möglichkeit genommen hat, über ihr Werk selber zu bestimmen. Denn 15 Sekunden sind frei verfügbar. Die können sozusagen nicht vom Künstler selbstbestimmt ausgewertet werden, sondern von der Verwertungsgesellschaft wird das entsprechend vergütet. Und was noch schlimmer ist, die werden in einen Kontext gebracht, den der Künstler nicht kontrollieren kann. Und für den Künstler ist es halt auch nicht mehr möglich, sein Werk, was er sich mit seiner Hände Arbeit geschaffen hat, mit dem Partner draußen zu vermarkten, wie er es gerne möchte oder auszuwerten. Wie siehst du eigentlich diese Entwicklung? Also gerade in Zeiten von TikTok zum Beispiel, wo wirklich nur 7 Sekunden ausreichen, um Menschen zu triggern. Oder wenn ich mir
vorstelle, Deep Purple, ja, Smoke on the Water, das sind ja Riffs, die mit wenigen 4, 5, 6 Sekunden ist die ganze Geschichte erzählt und somit eigentlich auch ein Werk sehr offen präsentiert. Wie siehst du die Situation? Kritisch. Ich rede auch mit vielen Künstlern über dieses Thema in meinem Wahlkreis. Kürzlich habe ich noch mit Peter Maffay länger darüber gesprochen. Also nicht nur mit bekannten Persönlichkeiten, sondern wirklich auch, die vergisst man ja sehr oft, die kleinen Solokünstler, die es vor Ort gibt. Und das ist aber nicht nur ein Thema, was deine Branche betrifft, sondern es geht ja auch viel mehr in die Breite. Ja? Beispielsweise die Deutsche Fußballliga beim Fußball, also in 7 Kunden kann ich auch ein paar Tore zeigen. Also insofern ist das natürlich sehr breit aufgestellt. Geistiges Eigentum ist Eigentum, Punkt. Und ich habe damals im Bereich WTO promoviert, zwar über Dienstleistungen, aber auch im Rahmen der weltweiten Handelsabkommen. Da geht es sehr stark auch um geistiges Eigentum. Das muss in der realen Welt genauso behandelt werden wie im Internet, beziehungsweise im Internet genauso wie in der realen Welt. Und deswegen sehe ich diese Novelle kritisch, weil ich glaube, dass derjenige, der die Rechte hat, erstmal entscheiden kann, wie man damit umgeht und wie man damit nicht umgeht. Und ich bin jetzt kein Fachpolitiker, beziehungsweise ich bin kein Berichterstatter in diesem Bereich. Das läuft ja hier sehr stark im juristischen, im rechtlichen Bereich. Ich mache ja mehr das Thema Mittelstand, das Thema Wirtschaft bei uns in der Fraktion. Aber natürlich ist es auch ein wirtschaftliches Thema. Und deswegen spreche ich da ich auch mit, melde mich auch zu Wort und bringe meine Meinung ein. Und so mache ich das auch bei diesem Thema. Und deswegen, das, was da jetzt vorliegt, sehe ich halt ziemlich kritisch aus den Gründen, die ich gerade skizziert habe. Nicht nur Peter Maffay, sondern viele andere Künstler, auch jüngere Künstler, sind da entsetzt. Das darüber. War jetzt nur ein Beispiel. Nein, aber genau. Das ist tatsächlich, ja. Peter Maffay ist da natürlich auch ein Sprachrohr, ein geschätztes Sprachrohr. Und insofern bin ich da absolut bei dir. Warum hast du eigentlich dich entschlossen, in den Mittelstand als eines deiner Hauptaktionsfelder auszurufen? Als jemand, der von der Bank kam. Eigentlich ist der Mittelstand gar nicht mein Hauptfeld. Das wird vielleicht so ein bisschen manchmal falsch verstanden oder ich werde vielleicht auch falsch dargestellt. Der Mittelstand ist eine Stütze der sozialen Marktwirtschaft. Mein Hauptfeld ist die soziale Marktwirtschaft und ich bin richtig Fan davon. Und ich sag mal, alle anderen Systeme auf diesem Globus, von der Kommandowirtschaft, Planwirtschaft, Sozialismus, Demokratiesysteme, wirtschaftliche Systeme, sind alle mit Pauken und Trompeten gescheitert. Wir sehen das heute noch auf Kuba und in anderen Bereichen. Und ich bin so ein Fan der sozialen Marktwirtschaft und da ist einfach der Mittelstand auch ein wichtiger Player. Warum? Weil er in der Regel personell sogar haftet, weil es immer noch mehr als 80% Personengesellschaften gibt in Deutschland. Das heißt, der hat eine Idee, der setzt die um und muss dafür haften, für das, was er macht. Das ist keiner, der jetzt in den Staatsdienst geht. Ja, finde ich auch gar nicht schlimm. Wir brauchen auch Menschen, die in den Staatsdienst gehen, die auch total abgesichert sind. Aber wir brauchen auch Menschen, die in die Hände spucken und sagen, ich habe Bock auf Zukunft, ich habe eine Idee und will die umsetzen. Und die gehen volles Risiko. Und genau das macht unsere Marktwirtschaft aus. Einige werden scheitern. Auch das gehört dazu, um neue Innovationen in einem Wettbewerb zu schaffen. Und deswegen bin ich Fan von dieser sozialen Marktwirtschaft. Ich arbeite jeden Tag daran, dass Wettbewerb in Deutschland funktioniert, weil dadurch die besten Ergebnisse kommen. Und diejenigen, die am Wettbewerb nicht teilnehmen können, auch das ist CDU, gerade das C, für die müssen wir ebenso mit voller Wucht da sein. Das ist eigentlich das, warum ich in der Politik bin, was mich antreibt. Und was leider mehr und mehr abhanden kommt, weil diese Zusammenhänge irgendwie gar nicht mehr so gesehen werden, weil wir vielleicht satt geworden sind, so viel Wohlstand haben. Aber das ist das, wofür ich jeden Tag kämpfe. Und der Mittelstand ist in dieser sozialen Marktwirtschaft, wie gesagt, ein Player. Ah, okay, gut. Aber dazu komme ich nochmal später in jedem Falle auch im Kontext der Pandemie noch einmal zurück. Vielleicht auch mal eine kleine Exkursion hier nach Spandau. Mit Siemens als Industriestandort der Gründerzeit atmet Spandau bis heute industrielle Stärke. Wir haben hier Anfang des vorigen Jahrhunderts Elektropolis gehabt und danach und jetzt im Grunde genommen erneuert sich das Ganze nochmal mit Siemens Stadt 2.0. Alle Motorräder, die du weltweit siehst vom BMW, werden hier in Spandau hergestellt. Wir haben hier auch Firmen wie Florida Ice, die in der Art und Weise, wie sie produzieren und sich neu aufgestellt haben, indem sie nachhaltig geworden sind, Standards setzen. Ich bin mir sicher, jedes Mal, wenn du von Hamburg nach Berlin fährst, hältst du hier in Spandau an und ich freue mich sicherlich, dich da mal abzufangen und dann können wir mal, kann ich das alles vor Ort auch mal zeigen, ja. Aber diese ganzen Unternehmen, die hier auch vom Wirtschaftshof Spandau unterstützt werden, vom MIT hier Matthias Braun, ein Kollege vor Ort, durchleben doch jetzt in der Pandemie die größte Krise eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Frage ist, es gibt wahnsinnig
viele Initiativen aus der Wirtschaft, um diese ganzen Firmen zu helfen. Was hat deiner Meinung nach gut geklappt und was hat weniger gut geklappt? Und wo siehst du vor allen Dingen noch Luft nach oben? Also was richtig stark war, ich kann es ja mal auf Wirtschaft und Staat übertragen. Also die Wirtschaft hat echt von Anfang an sich Gedanken gemacht. Immer im Lichte der Corona-Krise. Im Lichte dessen, was auf den Intensivstationen in Deutschland stattfand. Gedanken gemacht, wie können wir einigermaßen normal, in Anführungsstrichen, leben während Corona. Da sind Hygienekonzepte gekommen. Ich habe mit so vielen App-Anbietern gesprochen, mit Schnittstellen, IT-Dienstleistern, Teststrategien. Richtig super. Das geht so weit, dass wir heute, will gar nicht ein großes Möbelgeschäft, ich könnte auch große Textilhändler nennen, es gibt heute bei Click and Collect im Handel Systeme, Ideen, die bereits umgesetzt werden, dass es gar keinen menschlichen Kontakt mehr gibt. Vollautomatisiert und vieles mehr. Das heißt, die Wirtschaft hat gezeigt, dass während einer Pandemie es funktioniert. Dass sie in einem Markt sind, akzeptieren diesen exogenen Schock, machen aber alles, wie man damit klarkommen kann, im Wettbewerb miteinander. Wer schneller war, auch mit den Hygienekonzepten, wer schneller war, auch mit den Kontakten zur Politik, war auch schneller in der Umsetzung. Beim Staat haben wir genau das Gegenteil erlebt. Überall dort, wo man dem Markt nicht vertraut hat, ging es schief. Also ein schönes Beispiel waren die Impfterminfindungen, wo mich mein Vater, der mich hier nie anruft, der ist 81, nachmittags in Berlin anruft und sagt, Carsten, Mensch, ich will dich nicht lange stören, aber das, was da in der Zeitung steht, dass man keine Impftermine bekommt, das stimmt. Daniel Günther, was macht der? Ruft bei einer großen Ticketagentur an, die 80.000 Termine in einer Minute vergeben und es funktioniert. Natürlich kommen dann andere Ticketagenturen und sagen, wir können das aber auch. Dann wird wahrscheinlich noch Borussia Dortmund kommen und Bayern München, die das auch können. Ja, aber da muss Politik einfach mal entscheiden. So, bei der Impfbeschaffung. Sorry, nichts gegen eine Kommission und gegen Beamte, die da arbeiten. Ja, aber das Beschaffungswesen, ja, in einem Betrieb, bei einem großen Konzern, das ist ein knallhartes Geschäft. Das sind Top-Leute, die das machen. Richtig, die verdienen richtig. Ein Schweinegeld, weil die es drauf haben. Und da kann man auch nicht erwarten, dass in der Kommission da irgendein Beamter das hinbekommt. Ja, das war der zweite große Fehler, wie man damit umgegangen ist. Bei den Tests genauso, bei der Beschaffung und von den Masken will ich gar nicht reden. Ich will da auch gar keinem Politiker sofort einen Vorwurf machen, weil irgendwie alle versucht haben, ja das Beste zu wollen. Aber es zeigt sich einfach jetzt, dass man den Wettbewerb, gerade wenn es um Prozessdenken geht, da haben wir Politiker wenig Ahnung, Entschuldigung. Richtig, aber wenn es um Prozesse geht, um Projekte, da muss man die Experten einfach dran lassen. Zum Beispiel auch jetzt, ich habe auch oft Positionen, jetzt sage ich mal, gegen den Mittelstand. Jetzt will der Mittelstand, was ich auch verstehe, das komplette Geld für die Tests haben. Es gibt ja jetzt so eine Angebotspflicht für den Mittelstand, dass die Mitarbeiter einen Test machen müssen. Finde ich okay, sage ich ganz ehrlich. Aber also es ist mir lieber, sowas einzuführen als einen kompletten Lockdown. Ja, kann man aber auch medizinisch vertreten, ist aber jetzt ein anderes Thema. Und jetzt ist die Debatte, wollen wir zu 100% diese Tests bezahlen? Ja, Joe, was passiert denn dann? Dann gibt es Mondpreise, ist doch klar. Weil der Mittelständler, dem ist das dann egal, was er dafür bezahlt. Also muss ich zumindest irgendwie 80% sagen, von den Kosten werden vom Staat übernommen, damit der Mittelständler einen Anreiz hat, auch im Wettbewerb günstig zu kaufen. Und diese Systematik, ich glaube, die ist jetzt einfach deutlich geworden, wo die Wirtschaft gepunktet hat und der Staat versagt. Ich bitte dich zum Schluss, 3 Sätze zu Ende auszuführen. Die größten Sorgen bereitet mir gerade? Die finanziellen Auswirkungen dieser Corona-Krise, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit, gepaart mit der Zinssituation bei den weltweiten Zentralbanken. Wir könnten alle besser leben, wenn? Wenn wir das Gesellschaftsjahr einführen, entspannter werden und mehr den Menschen sehen als die Rendite. Für die Zukunft unserer Kinder wünsche ich mir konkret das? Dass sie eine vergleichbare Situation haben wie wir heute, dass sie in Frieden leben, aber auch in Wohlstand und dass sie vor allen Dingen glücklich sind, dass sie nicht aufwachsen und haben Druck von außen, du musst jetzt das machen, sondern du musst das machen, sondern dass sie das ausüben, was ihnen Spaß macht, Freude bereitet. Wenn ich eine Familie oder wenn ich Kinder hätte, würde ich denen das auch so mit auf den Weg geben. Ich glaube,
Davon braucht es mehr, dass es nicht so ist, dass nur weil der Vater Unternehmer ist, muss man auch Unternehmer werden, oder weil die Mutter Lehrerin ist, muss man auch Lehrer werden oder Lehrerin, sondern dass man wirklich das macht, woran man Freude hat und davon auch leben kann. Carsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vor allen Dingen lade ich dich mal hier nach Spandau ein. Ich glaube, da würden sich sehr viele freuen, dich hier zu sehen, inklusive meiner Person. Joe, ich komme definitiv, sage ich dir zu. Und ich freue mich echt, wenn du hier in den Bundestag einziehst. Das ist jetzt keine Rhetorik, sondern genau solche Typen brauchen wir, die aus der Praxis kommen, ja, wissen, wovon sie erzählen, gepaart bei dir mit einer internationalen Erfahrung. So ein Rohstoff bei uns ist echt rar und deswegen drücke ich dir die Daumen und ich unterstütze dich, wo eben ich kann. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche noch einen schönen, erfolgreichen Arbeitstag heute, mein Lieber. Auf bald. Danke, bis bald. Ciao.